Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir haben Rockford umgehauen in der letzten Folge und kriegen jetzt unser Geld von ihm. Hier sind deine verdammten 100 Goldstücke. In Zukunft werde ich mich nicht mehr mit Vagabunden wie dir einlassen. Tja. Ich muss weiter. Hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Was war denn hier nochmal? Ach ja, genau. Wir sollen ja Lago noch befreien. Dann skillen wir hier erstmal Gerissenheit auf 4 hoch. Und sonst Feuerwaffen. Weiß nicht, sollen wir Feuerwaffen hochskillen oder nicht? Ach, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht ein bisschen später, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ein paar Kugeln bräuchten wir dann noch. Gut. Da speichern wir jetzt auch nochmal. Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da los, worauf wartest du? Ja. Los, worauf wartest du? Und jetzt nochmal. Ey, wie er hier seinen fetten Move macht hier. Los, worauf wartest du? Ja klar, kann sich einfach drunter weg. Eigentlich müsste er jetzt tot sein. Aber egal. Komm schon, steh auf. Ach so. Danke, dass du mich befreit hast. Du hast was gut bei mir. Hier, nimm schon mal den Dietrich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich mal zum Piratennest aufmachen. Alles klar. Aber erstmal bringst du mir Schlösserknacken bei. Das ist alles eine Frage des Goldes. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Einen Dietrich hast du ja schon. Jedes Schloss besteht aus mehreren Riegeln. Je besser das Schloss, desto mehr Riegel gibt es. Du musst die Riegeln in einer bestimmten Reihenfolge öffnen. Die ist natürlich bei jedem Schloss anders. Wenn du was falsch machst, musst du nochmal ganz von vorne anfangen. Probier es am Anfang mit einfachen Schlössern. Je schwerer das Schloss, desto mehr Diebeskunst ist erforderlich, um es zu knacken. Ach so. Alles klar. Schlösser knacken können wir. Sehr schön, dann können wir hier schon mal ein paar Truhen plündern. Das gefällt mir sehr gut. Dann können wir zum Beispiel endlich mal diese Truhe bei der Zuckerplantage in Angriff nehmen. Da sprinte ich jetzt sogar runter. Dürfte eh keiner mehr hier sein. Schön, wie hier diese Pollen rumfliegen. Oder diese Blüten. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. So. Ninja. Oh, eine Fackel haben wir hier übersehen. So, gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ah, okay, so funktioniert es also. Grog, Trank der Ehrfurcht, Schrot und Gold. Was bringt denn Trank der Ehrfurcht? Wirkungsdauer 30 Sekunden. Ach so, ich hätte gedacht, das wäre mit permanenter Wirkung. Schade. Hätte ich mich mehr gefreut, aber nicht schlecht für den Anfang. Gut. So, Freiheit für Lago haben wir ja jetzt abgeschlossen. Was war jetzt hier noch? Der linke Stiefel. Wenn es diesen Stiefel noch gibt, müsste ich ihn am Weststrand Antiguas finden. Der Handspiegel. Der Handspiegel sollte ich in der Taverne von Takarigua finden. Sind wir hier nicht auf Takarigua? Wo sind wir denn hier? Doch, tatsächlich in der Taverne. Aber bei welcher Taverne?
Ich meine, hier bei der Inquisition oder bei den Piraten? Weiß ja nicht, ob Defuegos Haus als Taverne abgestempelt wird, weil es ist ja eigentlich mehr so ein Kommandopost, oder nicht? Ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gucken wir mal. Da war ja auch noch eine Kiste. Die müssten wir jetzt eigentlich ganz gut aufkriegen, oder? Nein! Ach, komm schon! Jetzt können wir schon Schlösser knacken und, das reicht nicht. So eine Kacke. Alter, was sind denn hier für Kisten? Oh, der hat uns hier gesehen. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Schade. Liegt hier was oder ist hier ein Texturenfehler? Nee, das ist ein kleiner Texturenfehler. Okay. Pff, ja, das ist doof. Ich dachte, wir könnten jetzt so ziemlich jede Truhe öffnen. Wo war denn hier noch eine Kiste? Reiß mal zu Jacks Turm. Und schauen, ob hier noch eine Kiste war. Alter. Da haben wir auch noch einen Trank übersehen. Die können wir auch nicht öffnen, ganz super. Wir können ja hier wirklich nur diese einfachen Trunk knacken, habe ich das Gefühl, ne? Ja, oh, leider, leider. Ich glaube, es wird wieder sehr dunkel auf YouTube, deswegen mache ich jetzt hier einfach mal eine Fackel an. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber vielleicht hilft es ja ein bisschen was. Ich meine, wenn man schon mal eine Fackel hat, warum soll man sie dann auch nicht benutzen? Ich hatte das Gefühl, dass hier irgendwo eine Truhe war, die wir vorher nicht aufmachen konnten. War das hier an diesem Strand oder war das beim Piratenlager? Weiß es nicht so genau. Was, das war schon mit der Fackel? Achso, nee, weil wir durch Wasser gelaufen sind. Achso, wenn man mit den Füßen ins Wasser geht, geht die Fackel aus. Ach so, sind wir hier wie so eine Art Leiter. Ach ja, da drüben ist ja ein Bett, da können wir uns ja schlafen legen. Habe ich ganz vergessen. Gut, war hier sonst noch irgendwo eine Truhe? Bisschen Schlösser knacken können wir ja jetzt. Aber sieht nicht so aus, ne? Ah, okay. Dann lege ich mich erstmal schlafen und dann gehen wir zum Piratenlager zurück und schauen, ob wir da jetzt ein paar Truhen aufbekommen. Die Kiste haben wir schon geplündert und hier ist das Bett. Einfach mitten in der Wildnis ein Bett hinstellen. Das gab's wahrscheinlich kostenlos dazu. Zwei zum Preis von einem sozusagen. Gut, dann gehen wir zum Piratennest zurück. Da waren auf jeden Fall Truhen. Diese nachladenden Texturen, ne? Also, ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, oder bei jedem, oder keine Ahnung. So, Buß. Du gibst dem Schnorrer keinen Rum aus. Redest du von Mix? Ich trau dem Kerl nicht. Ist er keiner von deinen Jungs? Mix ist einer von Garcias Leuten. Es gab einen Streit zwischen den beiden. Garcia ist abgehauen und hat Mix hier sitzen lassen. Ach so. Wer ist Garcia? Du kennst Garcia, den Gierigen, nicht? Er ist einer der Kapitäne. Einer, der sich mit Mara verbündet hat. Früher ist er mal mit Stahlbart gemeinsam gesegelt. Okay.
Warum traust du Mix nicht? Die ganze Zeit sitzt er in der Ecke. Aber nachts verschwindet er für ein paar Stunden. Ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, was er macht. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Kerl. Ich kann rausfinden, was er macht. Aber unauffällig. Am besten du folgst ihm, wenn er das nächste Mal losgeht. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Okay. Die Sache mit Di Fuego ist erledigt. Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Ha! Hast bei Pedro abkassiert, den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich habe heute meinen großzügigen Tag. Hier, nimm 5 Flaschen vom besten Takarigua rum. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Nichts Wichtiges. Na dann, Prost. Alles klar. Gut. Ja, hier werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hochkommen, da es nicht nachts ist. Was machen wir denn jetzt? Das wird jetzt natürlich nicht leicht. Erstmal hier nochmal, Inventar, Ausrüstung. Haben wir die Sachen von Lago gar nicht mehr? Nee, sein Kopftuch haben wir nicht mehr. Ah, das ist jetzt blöd. Jetzt haben wir sein Kopftuch verkauft, oder? Nein, ich bin noch kein Pirat. Schade. Aber dass das gar nicht funktioniert. Oder hier Speere, Wurfwaffen. Naja. Machen sogar ein bisschen mehr Schaden. Als meine Machete. Aber gut, wir können jetzt hier noch runtergehen. Also diesen Weg zum Strand runter. 8 Minuten haben wir ja noch. Die Truhe ist leer, alles klar. Weil hier gibt es noch einen Schatz zu entdecken. So viel sei schon mal verraten. Und dadurch, dass ja vor ein paar Tagen meine Aufnahme hier gecrashed ist, darf ich das hier jetzt nochmal machen. Naja, passiert. Ja, Sandteufel, ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch, ich muss hier einen Schatz bergen. Oh, war das anstrengend. Der Schatz von O'Brien. Jo, da sind ja gleich wieder 3. Ey. Es reicht mal wieder, ihr kleinen Biester. Ey, sag mal. Oh, daneben! Ich glaube, ich krieg einen Vogel. So. Lass mal die Sandteufel plündern. Muscheln mitnehmen. Und Truhe plündern. Smaragd 800 Gold. Jawohl, das hat sich gelohnt. Muss man hier ein bisschen hochheilen. Quick Save hinterher. Die Wächter der Muscheln habe ich in der letzten Folge gesagt und jetzt ist es mir tatsächlich wieder aufgefallen.
Ey, sag mal, du gehst mir auch gewaltig auf den Sack, dass ihr immer zu zweit angreifen müsst. Warum nicht einer nach den anderen? So zum Beispiel. Wäre mir viel lieber. So. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Kommt man hier auch rüber? Nur mal so aus Interesse. Nee, hier ist Schluss. Okay. Da kommt man leider nicht rüber. Aber das kann doch nicht sein. Da muss man doch irgendwie rüberkommen, oder? Gut, wenn jetzt auch auf der Insel nichts ist, dann muss man ja auch nicht zwingend rüber. Ich hätte gedacht schon, dass es hier möglich wäre. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Speichern wir nochmal. Da oben ist ein Jaguar. Ob ich den alleine schaffe, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Jetzt haben wir ja Patty nicht mehr dabei. Ey, sag mal, Dauerangriff ist hier nicht. Ich glaube, das gegen den Jaguar wird übel. Ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt allein schaffen sollte oder nicht. Letztes Mal hatten wir ja immerhin noch Patty mit und... Okay, da haben wir eine Sandkrabbe. Eine Sandkrabbe, eine Riesenkrabbe, verdammt nochmal. Ja, sag mal, hallo! Ja, hallo? Schon wieder Dauerangriff, was ist das für ein Bug? Das darf normal nicht sein, das war bei Gothic 3 auch schon so. Mit so einem Bug wurde mal eine ganze Menschensiedlung ausgerottet, mehrere sogar. Deswegen hasse ich diese Sandteufel. Weil mir die so dermaßen auf den Sack gehen mit ihrem scheiß Dauerangriff. Das kannst du echt nicht für gut heißen. Jetzt komm! Ich trete doch! Ey, Wahnsinn! Wahnsinn, ich hab doch getreten, Mann! Was ist denn jetzt passiert? Ich verstehe es nicht. Ich trete, wenn das Viech sich aufbäumt und es macht nichts. Was war das denn jetzt schon wieder? Zuerst dieser Sandteufel, der jetzt hier Dauerangriff macht und ich gar keine Chance habe, mich zu wehren? Denn hier so eine Scheiße wieder. Hey, die Sandteufel sind doch scheiße, Mann. Wie viel Leben der mir damit abgezogen hat, Alter. Das darf normal nicht sein. Ja, hier schon wieder. Ja, okay, das waren jetzt nur zwei hintereinander. Aber der hatte hier 10 Angriffe hintereinander draufgelegt, Alter. Und sowas regt mich echt auf. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt da ins Ohr plärre, aber das kann doch nicht sein. Jetzt hier nochmal Quicksave. Schwert raus. Jetzt hier. Die Sandkrabbe. Ach, Sandkrabbe. Diese Riesenkrabbe ist erstmal aus dem Verkehr gezogen. Und der Sandteufel sitzt auch erstmal weg. Ja, hier schon wieder. Ich habe mal die gleiche Scheiße schon wieder. Aber irgendwie richten wir immer noch nicht genug Schaden her. Oder teilen genug Schaden aus. Wahnsinn. Na, der Jaguar, der macht mir halt ein bisschen Sorgen, ne? Ja, solange die Riesenkrabbe sich raushält. Erstmal Riesenkrabbe aus dem Verkehr genommen.
Komm schon, du bist down. Sieh es ein. Sieh es ein, dass du down bist. Jawohl. Gut, hier werden wir bestimmt noch einige treffen. Und mal speichern. Aber immer wenn ich hier so eine schöne Muschel aufsammeln will. Ich glaube, die wollen sowas nicht. Aber gut, die... Wow! Alter! Bin schon wieder so erschrocken, Junge. Aber gut, ich muss jetzt an der Stelle einen Schnitt machen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.